put your hands up. Every woman in this city, every mother in this city, every girl in this city, every man, every boy, every child in this city, respect the hands up. Break the chain! Vielen Dank, Jocelyn, für diesen wunderschönen Auftakt und vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr gekommen seid, um mit uns zusammen ein Zeichen zu setzen, ein Zeichen vom Brandenburger Tor aus Berlin gegen Gewalt an Mädchen und Frauen. Und wir, das ist eine Organisation aus dem Sport, das Centre Talmar und der Verein für Sport und Jugendsozialarbeit und die Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit, Mitglieder beim Landessportbund Berlin. Wir stehen hier für den Sport, weil wir Bewegung und Sport wichtig finden und weil wir uns darüber ausdrücken und genau damit ein Zeichen gegen Gewalt setzen wollen. Wir sind seit 8 Jahren hier mit dieser Aktion und seit 8 Jahren ist unsere Schirmfrau Dilek Kalaici und sie hat auch schon mitgetanzt hier vor der Bühne. Sie ist jetzt hier und liebe Dilek, wir begrüßen dich ganz herzlich und möchten ein paar Worte hören. Ja, liebe Claudia, hallo Berlin! Das ist eine wahnsinnige Energie, was gerade hier zusammengekommen ist. Und wir stehen hier direkt am Brandenburger Tor. Weltweit kann ich mir keinen besseren Ort vorstellen, um genau ein starkes, lautes Signal zu senden in die ganze Welt, aber auch in unsere Stadt, dass Gewalt an Frauen und Mädchen keinen Platz haben bei uns. Nein zu Gewalt an Frauen und Mädchen. Hier aus Berlin heraus, international, in die ganze Welt gesendet. Berlin ist die Stadt der Freiheit. Und noch symbolträchtiger geht es ehrlich gesagt nicht. Aber kann ein Mensch frei leben, wenn Selbstbestimmung von Frauen nicht gegeben ist und Frauen Gewalt erfahren? Liebe Berlinerinnen und Berliner, Freiheit gibt es nur, wenn Frauen selbstbestimmt leben und gewaltfrei leben. Und dafür stehen wir heute hier alle zusammen. Berlin ist aber auch die Stadt der Frauen. Wir haben ganz viele Frauen in Führungspositionen, Frauen haben ganz viele Chancen in Berlin. Aber auch in Berlin erleben Frauen Gewalt. Und Gewalt erfahren Frauen jung, alt, egal welche Einkommensklasse, egal welche Kultur. Leider ist das Thema Gewalt an Frauen und Mädchen universell. Überall auf der Welt erfahren Frauen Gewalt, auch in Berlin. Und Gewalt an Frauen und Mädchen hat ganz hässliche Gesichter. Angefangen von sexueller Belästigung, Vergewaltigung, häusliche Gewalt zu Hause, wo es eigentlich am sichersten sein muss, erfahren Frauen Gewalt, auch in Berlin. Zwangsverheiratung, Genitalverstümmelung, Gewalt an Frauen und Männchen haben ganz viele hässliche Gesichter. Und deswegen brauchen wir diese Kraft, von hier heraus zu sagen, das dulden wir nicht. Und es gibt keine Toleranz, wenn Frauen Gewalt erfahren, egal welche Form. Egal welche Form. Ich bin ja heute die Schirmfrau. Nicht die Schirmherrin, die Schirmfrau. Und ich habe tatsächlich einen Schirm mitgebracht. Ich spanne mal meinen Schirm auf. Nicht, dass ich will, dass es jetzt regnet, nein. Und auf diesem Schirm steht eine Kampagne vom Land Berlin. Nein heißt Nein. Nein heißt Nein. Frauen sollen Mut kriegen, Nein zu sagen. Und ein Appell an dieser Stelle an alle Männer, die Nein nicht verstehen. Nein heißt Nein. Und Berlin steht genau hinter all diesen Frauen, die Gewalt erfahren, jeglicher Form. Denn wir haben Frauenhäuser, Zufluchtswohnungen, ganz viele Beratungsstellen, Big Hotline, die sind alle hier.
Und deswegen möchte ich allen hier bitten, in Zukunft genau diese Frauen, die Gewalt erfahren, Mut zu machen, dass sie aus dieser Zwangssituation rauskommen, Nein sagen und genau wissen, wir alle stehen hinter diesen Frauen. Berlin steht hinter diesen Frauen. Und es ist großartig, heute hier tanzend der ganzen Welt zu zeigen, dass aus Berlin heraus ein dickes, fettes Nein gegen Gewalt an Frauen und Menschen rausgeht. Und ich bin hier mit meinem Büro, mit meinen Sekretärin, mit meiner Staatssekretärin. Wir haben alle im Büro geübt und jetzt lass uns tanzen! We are mothers, we are teachers, we are beautiful.